So, das Pflanzloch, das haben wir natürlich vor 3-4 Tagen schon gegraben, damit wir die Bäume schnellstmöglich eingepflanzt kriegen. Dann brauchen wir natürlich einen stabilen Pfahl, damit der Baum im Wind sich nicht hin und her bewegen muss und somit wieder die Feinwurzeln, die gerade am Anwachsen sind, lösen kann. Das ist das Wichtigste, dass er eine Stütze braucht. Jetzt haben wir den Pfahl schon mal reingeschlagen, jetzt wird er auf die dementsprechende Höhe abgesägt. Er soll nicht höher sein, damit die Äste hier nicht beschädigt werden, wird er jetzt auf diese Länge ungefähr abgesägt. Das heißt, Pedro, du kannst mir hier sägen. Okay. Dann haben wir eine Recyclingmethode, alte Fahrradschläuche, die dann auf den Müll geschmissen werden müssen und die Umwelt belasten. Die sind sehr stabil, sehr flexibel. Das heißt, der Baum hat Möglichkeit, da drin zu wachsen. Jetzt werden die einfach so angebunden, damit er ein bisschen Spiel hat. Und so, damit er nicht am Pfahl scheuern kann, ein klein bisschen Abstand. Okay. So, jetzt wären wir soweit, dass wir die Erde reinmachen können. Gucken, dass wir lockere Erde reinkriegen, kein Gras. Aber noch wichtig ist, bevor er die Erde reinschmeißt, hier ist so ein Knubbel jeweils. Das ist die sogenannte Unterlage, nennt man das. Kommt immer darauf an, was man für Bäume haben will. Wird eine Unterlage gepflanzt und auf die Unterlage wird in der Baumschule, wenn der Baum nur ganz dünn ist, wird er aufgepfropft. Da kommt also diese Sorte, die wir haben wollen. Das ist jetzt eine Champagner-Renette, die wird in der Baumschule hier aufgepfropft. Das heißt, es wird das erste abgeschnitten und ein neuer Trieb wird aufgesetzt und miteinander verwachsen lassen. Das hat den Vorteil, dass diese Grundlage kann man wählen, was eine gute Standorttreue und wenig für Schädling empfindliche Grundlage ist und darauf tropft man diesen Baum, den man haben will, diese Sorte. Wenn ich also jetzt eine Unterlage habe, die keinen Hochstammbaum gibt, sondern wie Spalierobst, dass es nur einen kleinen Baum geben soll, dann ist das einfach eine ganz andere Pflanze als Unterlage schon. Dann wird der Baum nie so groß, selbst wenn ich die selber Sorte drauf pflanze. Ne? Das ist also jetzt ein Hochstammunterlage, welche habe ich nicht gefragt in der Baumschule. Und da ist die Champagner-Renette drauf gepflanzt. Das heißt, dieser Knubbel darf nicht unter die Erde kommen, sonst wächst hier wieder das wilde Holz raus. Sonst kommt hier ein neuer Trieb aus dem Wildholz. Das heißt, wir machen jetzt die Erde rein und dann muss man den wieder ein bisschen hochziehen, dass das Niveau quasi über der Erde ist. So, ganz wichtig ist, dass nachher dieses ganze Loch hier mit Wasser gefüllt wird. Da bekommt nachher jeder Baum 70, 80, 100 Liter Wasser, sodass die richtig eingeschwemmt werden. Das bräuchte man, wie ich vorhin schon erzählt habe, im November nicht machen, weil da der Baum nicht gleich wachsen muss, weil ja kein Frühling ist, sondern erst wenn die Winterruhe kommt und sich die Feinwurzeln über den Winter schön entwickeln könnten und anwachsen und normalerweise im Winter auch viele Niederschläge sind, sodass wir da keine Probleme hätten, aber wie vorhin schon ausgeführt, haben wir ja im Winter immer oder im Herbst immer wenig Zeit. Und deshalb werden die jetzt richtig eingeschwemmt. So, jetzt kann man den noch ein bisschen hochziehen. Das heißt, es fallen schon mal ein paar Krümel zwischen diese Äste hinein. Die Wurzeln sind schon etwas gelockerter. Und diese Veredelungsstelle ist jetzt über der Erde. Wir lassen jetzt sowieso immer eine Kuhle, sodass man im Notfall im Sommer oder wenn es jetzt so weitergehen sollte, auch nochmal wässern könnte. Dann wird ein schöner Kranz außenrum gemacht mit den Grasnarben, die da übrig sind, wie wir es an den anderen Bäumen schon sehen. Und dann ist das Ding fertig und dann muss er wachsen und muss man da beobachten.